Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den besten Holzkohlegrilltest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Holzkohlegrilltest, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Outbedorf Kohlegrill. Der Outbedorf Kohlegrill 570C ist ein schwarzer Kesselgrill mit einem Gewicht von 15,3 kg. Seine Funktionshöhe beträgt 83 cm und der Durchmesser 54 cm. Es wird mit einem pulverbeschichteten Rahmen sowie zwei Kunststoffrädern für einfachen Transport gegeben. Weitere Geräte bestehen aus dem runden und auch dem Grillrost. Die Kugel ist in Porzellan emailliert und hat einen Besteckbesitzer. Der Grillrost ist verchromt. Der Vorteil ist, dass Sie es öffnen können. Dies macht es viel einfacher für Sie, die Holzkohle zu füllen. Darüber hinaus verfügt die Version über einen Carbonzylinder aus Edelstahl und ein Lüftungssystem, mit dem Sie die Luftzufuhr regulieren. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Tepro Grill und Grill Holzkohlengrill. Der Tepro Grill und Grill Lambada 1121 ist ein Grillwagen in klassischem Schwarz. Er hält 15,3 kg für 90 cm hoch, 109 cm groß und auch 59 cm tief. Das Modell ist mit 4 lackierten Beinen, einer pulverbeschichteten Vorwanne und 2 Rädern mit Nabenkappen ausgestattet. Die Holzkohlefähigkeit des Tepro Grills ist ein Optimum von 4 kg. Darüber hinaus bietet Ihnen das Guardkit im Vergleich zu vielen anderen Modellen aus unserem Holzkohlegrill-Kontrast eine etwas größere Grillfläche. Es ist etwa 68 bis 44 cm groß und enthält 2 Grillroste. Die Tepro Grill und Grill Lambada 1121 ist mit 2 verchromten Grillgittern ausgestattet, die Sie separat in der Höhe einstellen können. Miteinander schaffen Sie einen 68 bis 44 cm großen Grillplatz und haben Kunststoffmanagement. Auf Platz 3 haben wir die Rustler Holzkohlegrill. Der Rustler RS0838 ist nur eine der kleinsten Versionen in unserem Holzkohlegrill-Vergleich. Er hat eine Größe von 34,5 cm und ist 36 bis 36 bis 23 cm groß. Sie können aus den Schattierungen schwarz, rot, umweltfreundlich und auch silber wählen. Der Anhänger des Rustler Grillwerkzeugs erhält seine elektrische Energie aus 4 Batterien, die im Lieferumfang bestehen. Es gibt auch eine Tasche, die es Ihnen leichter macht, den Grill zu tragen. Eine zusätzliche Funktion ist der Holzkohlebehälter. Nach Angaben des Lieferanten hat es eine Kapazität von etwa 250 bis 300 Gramm Holzkohle. Der Rustler ist ideal für Sie, wenn Sie einen winzigen und leichten Holzkohlegrill für Ihren Balkon, oder unterwegs benötigen. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Berndes 501960 Holzkohle. Der Berndes 501960 ist ein schwarzer Kesselgrill. Er bewertet 9,3 kg und hat einen Deckel. Die Abdeckung hat eine Größe von 50 cm und hat auch ein Thermometer, das Ihnen eine maximale Temperatur von 530 Niveau Celsius zeigt. Wie der Wasserkocher ist er in Porzellan emailliert. Es gibt Luftstromsteuerungen am Deckel und am Zentralheizungskessel, mit denen Sie die Luftzufuhr steuern können. Darüber hinaus ist der Holzkohlegrill mit einem Chromgrill und einem Holzkohlerost ausgestattet. Der Durchmesser des Grillrostes beträgt 44,5 cm und der Durchmesser des Holzkohlerostes 31 cm. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Tepro Toronto Holzkohlegrill. Der Tepro Toronto Click 1161 ist ein Grillwagen in den Schattierungen Anthrazit und auch Silber. Im Vergleich zu einigen anderen Designs aus unserem Holzkohlegrill-Kontrast hat er ein kräftiges Gewicht von 25,92 kg. Dies trägt zu einem soliden Stand bei. Die Arbeitshöhe des Geräts beträgt 84 cm. Die Grillposition hat mit 56 bis 41,5 cm zu tun. Die Tepro-Version ist mit einem emaillierten Grill und einem verchromten Wärmeständer ausgestattet. Das Regal für die Aufrechterhaltung des gekochten Essens gemütlich ist 53,9 bis 24,1 cm. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören eine Abdeckung und eine Holzkohlepfanne. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen.
Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergesst